Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind wieder zurück in GTA 5 in der Ego-Perspektive, ihr wisst Bescheid. Und ja, falls ihr euch fragt, wieso dass ich da jetzt schon mitten in der Straße stehe, ich habe vorher jetzt gute 3 Minuten aufgenommen und habe dann bemerkt, ich habe gar keinen Ton auf dem Game. Also ich habe jetzt 3 Minuten aufgenommen ohne einen Ton. Es ist aber nichts passiert, wir haben einfach das Auto gemückt und fahren jetzt zu Michael, beziehungsweise unterwegs ist noch so eine kleine Aktivität gestartet, wo jemand das Geld gemückt hat von jemandem und wir haben dann einfach umgenietet und haben dann das Geld behalten. Also, so eine, wie heisst das? So eine zufällige Aktivität einfach. Das ist ja nicht Fremde und Freaks. Und jetzt sind wir ja hier gerade bei Michael und starten die Mission. Ein recht holpriger Start in die Folge. Und jetzt, voilà. So, ich muss mich jetzt wieder ein bisschen daran gewöhnen, weil ich habe jetzt auch recht lange nicht mehr GTA aufgenommen. Sicher jetzt eine gute Woche, eineinhalb. Und jetzt muss ich zuerst wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, vor allem mit der Ego-Perspektive ist alles ein bisschen... Ah, das ist die Folge. Die Folge, die Mission. Ah! Fuck! This has got to stop happening to me! I'm paying that crew to fuck my wife in my old bed? Hey! You! Stop it! What's up, man? Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked a brick in my bed. You bullshitting me. It wasn't like that. You in? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him! So, also gut, dann müssen wir das mal verfolgen hier. Hast du da, wo wir den Madrazo kennenlernen? Was haben wir da überhaupt für eine Uhrzeit da? Ah, 1:30 am Morgen, schöner Moment. Hauptsächlich der Franklin kommt 1:30 am Morgen zum Michael seiner Hütte. Oh! Das Auto habe ich jetzt irgendwie nicht gesehen, ich weiß nicht wieso. Nein, du wartest jetzt LKW. Da vorne kommt jetzt das komische Wohnmobil-Dingsbums da, wo uns ja die Straße blockiert dann. Komm, der bewegt sich kein Zentimeter. Das ist wirklich so, wo du musst warten, dass der weggeht. Das ist eigentlich so, es ist so programmiert, das Game, unglaublich. Oh, Franklin und ich haben fast den gleichen Style, man, sehe ich gerade. Er hat auch Cap an, so, gegen hinten. Wow, shit. Geh weg. Ey, ich muss jetzt wieder ein bisschen dran gewöhnen, wirklich. So schwierig zum Fahren gerade. Jetzt haben wir wieder etwas anderes Game gekommen, ein bisschen Warzone. So. Hat sich gerade jetzt automatisch in die Third Person wieder. Hey! Asshole! You ran off before we could settle our debt! Michael, fuck! You got the wrong idea, man! There's a winch in the back of the truck. Tied a cable to one of those supports up there. You finna pull his deck down? Hey, that prick pulled my marriage down. Man, you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I told you I comped the session, bud! Well, there were a lot of freaking sessions, bud! I'm thinking you were working on more than just her backhand! Mandy's backhand has come a long way, bro. But sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand. On your face! Bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money, and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. Yeah. My bad. Seriously. Oh. How fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! And we'll see how you like it when someone fucks with your shit! Well, hey! Wait! You got the wrong idea, pal! Gut, also jetzt müssen wir ja da seine Hütte umnieten, oder beziehungsweise nein, Madrazo seine Hütte. Jetzt geht es wieder automatisch in die Third Person rein, aber das ist auch klar wegen der Szene, dass man das auch sieht. So. Ich denke, man kann noch ein bisschen zurückfahren, aber das geht nicht. He. So. Ganz heute einfach weg.
fliegen noch Sofas und Holzbretter da alles umeinander. Yeah! Fuck, come on! Fuck, man, fuck! Oh, we did it! Fuck his ass! Yeah, fuck him! So, also gut, dann müssen wir jetzt zurückfahren zum Michael seiner Hütte, beziehungsweise jetzt kommen ja ein paar Dudes, he? Muss ich nachher kurz zum Franklin über switchen, weil er kann dann schiessen oder beziehungsweise kann dann mit ihm schiessen. What the fuck? Die kannst du nicht umfahren? Seit wann kann man die nicht umfahren? Hä? Obla. Sorry, Lady. Martin Madrazo, give you a green light! Wieso kann ich nicht switchen? Man muss schon warten, wahrscheinlich bis Audi kommt. Oh shit, ich hab verwischt, nice. Oh shit, ich hab verwischt, nice. Schwierig, hey, ist auch schwierig mit der Hause da. Nein, nicht boxen. Jetzt ist wieder da gewesen, wirklich, ist wohl mühsam gerade. So. Also, dann fetzen wir jetzt zurück zum Michael seiner Hütte. Hat mir noch der Michael soll in den Dings gehen. In den Schiessstand zum Treffergenauigkeit üben. Können wir sonst mal da machen. Nicht mich wundern, wie das so ist in der Ego-Perspektive. Der Third Person kenne ich es, aber in der Ego-Perspektive habe ich es noch nie gemacht. So, nice. Jetzt kommt hier noch der Madrasso. I had no idea it was gonna get that hot. Shit, pulling houses off the hillside sure has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh shit, I think we're about to find out. You know who I am? Do you know who I am? Do you? No. Oh, you? You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. Now, Franklin. Maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo. Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael, got a question for you. Did you pull an architectural, significant, modernist wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance a rebuild, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range? Of course. Great. That's nice. Come on, man. Damn, you all right? Never better. So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Ah, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money.
I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, all right? All right, dawg. So, also, dann haben wir die Eheberatung bestanden. Wir haben nur Silber geholt. Missionszeit wieder mal zu lang. Wie immer, immer das Gleiche. Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. Even for a dead man, Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Tactful and charming, even in death. Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, whoa, wait. Hey, how do you... Hello? You fucker. Gut, also, dann haben wir, wie gesagt, die Mission bestanden und müssen jetzt zum Lester gehen. Bei ihm geht es dann auch weiter, beziehungsweise wir haben dann wieder eine Mission bei Michael. Da würde ich auch sagen, wir gehen zuerst noch zum Michael. Ich weiß gar nicht, welche Mission das dort kommt, aber wir werden es dann sehen. Ja, ich tue die Folge hier beenden. Ist ein bisschen kürzere Folge, knapp 10 Minuten. Wenn ich vielleicht noch etwas wegcutten muss, dann sind es vielleicht sogar unter 10 Minuten, who knows. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Teil wieder. Den drücken wir jetzt einfach weg, auf den habe ich gar keinen Bock. Und ja, dann würde ich mal sagen, wie gesagt, was es war. Bis dann, sagen wir mal, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.